I'll get through to Bookman's speech. Become yet some boss. Oh my god, this is Luigi. Dumb camera. Oh Scheiße, ich hab nichts gesehen. Oh, jetzt weint er. Mist. Mist. Das ist eigentlich ganz einfach. Yes. Yay, du hast den grünen Herrn gerettet. Ich hab sie nicht gewusst, dass es Luigi ist. Die Kulisse bildet ein Land, das in weiter Ferne liegt. Ein Knabe und ein alter Mann begegnen sich auf einem Berg. Doch keiner von beiden wusste, was den Jungen dorthin verschlagen hatte. Der Knabe hatte mysteriöse Gaben. Der Berg barg lauter Gefahren, doch die Kräfte des Jungen beschützten ihn. Der Greis ahnte nichts davon. Er sorgte sich um den Knaben und nahm ihn mit nach Hause. Als er erfuhr, dass der Knabe kein Zuhause hatte, nahm er ihn bei sich auf. Der alte Mann lebte allein, aber froh, dem Kleinen begegnet zu sein. Der Junge liebte den Greis. Sie spazierten und der Kleine half ihm bei seinen Arbeiten. Doch eines Tages... Die beiden waren wieder unterwegs, als sie auf ein finsteres Duo stießen. Die finsteren zwei verlangten die Herausgabe des Jungen. Der Junge besitzt ungewöhnliche Kräfte, sie wussten es also. Der Greis versuchte den Jungen zu schützen. Doch einer der finsteren zwei setzte Magie ein. Ein Zauber erfasste den Jungen und verwandelte ihn in einen Schirm. Der Knabenschirm und der alte Mann wurden brutal auseinandergerissen. Oh nein, was nun? Entschuldigung. Der Schirm wand sich und versuchte sich zu wehren. Endlich gelang es ihm, aus den Fängen seiner Entführer zu befreien.
Tage kamen und Tage gingen. Er konnte sich weder rühren noch etwas von sich geben, wenn ihm jemand des Weges kam. Peter nimmt mich mit, er schrie mit ganzer Kraft und begann zu leuchten. Schließlich bemerkte ihn ein Reisender. Seine Kräfte hatten den Knabenschirm erneut gerettet. Die Zeit verging. Der Schirm fand sich in der Ladenecke wieder. Niemand beachtete ihn, bis ein alter Mann eines Tages seine Kräfte spürte. Toadsworth, gell? Kein gewöhnlicher Schirm. Und auch er selbst war alles andere als gewöhnlich. Und so nahm er den Schirm mit sich. Der Schirm begann sein größtes Abenteuer. Und dennoch träumte er ständig von seinem Wiedersehen. Und Toadsworth nimmt den Schirm mit zu Peach. Bowser ist fies, genau wie die Kerle, die Großpapa und mich entführten. Dafür werden sie bezahlen. Großpapa, ich habe mich entschieden, eine Weile bei der Prinzessin zu bleiben. Ich spüre, wenn ich sie bei diesem Abenteuer begleite, werde ich dich eines Tages finden, Großpapa. Lange Rede, kurzer Sinn, die letzte Schlacht wird schon bald beginnen. Und jetzt kommen wir zu Bowsers Festung. Bowsers Villa. Autsch. War eng. Welche Tür? Ich nehme die linke. Hoppla. Oh Gott. Oh, Mist, 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 yep. Ihr müsst genau das tun, wie die Statuen aussehen. Sonst passiert das hier. Ihr verliert kein Leben, deswegen. Aber ihr müsst von vorne anfangen. Wow.
verdienst du. Hier müsst ihr an der Luft gedrückt halten. Oh, ich verschwinde besser. Thank you. Okay, weiter geht's. Oh, diese Boost. Verschwinde. Dach 2. Oh Gott, Rübe. Bis dann, Leute. Ciao.